Nee, ich soll sagen, es ist richtig nice. Oh, war ja. Schönen guten Morgen. Wir machen heute unsere Bezüge für unseren Van und dafür haben wir uns eine 1A Matratze gekauft in Lila und die werden wir zurechtschneiden. Wir haben ja schon mal grob beschrieben, wie groß die Teilstückchen sein müssen und wir haben jetzt schon den Bezug der Matratze abgemacht. Wir werden die jetzt umdrehen, weil ich glaube, darauf geht es leichter zu zeichnen und dann kommen hier 4-5 Stückchen Matratze raus, die wir nachher beziehen werden. Also, ein bisschen Nähmaschinen-Action heute. Also ich glaube, die beste Methode soll anscheinend sein mit dem elektrischen Brotmesser. Wir probieren es heute oldschool, ganz normal mit dem Brotmesser. Oh, Part Stück Nummer 1 ist fertig. Wir haben uns für eine 15 cm starke Schaumstoffmatratze vom dänischen Bettenlager entschieden. Die hat 100 Euro gekostet. Und wir haben schon drauf gelegen, die war bequem, also völlig ausreichend. Und sie lässt sich echt gut mit dem Brotmesser schneiden, muss man sagen. Also das ist kein Problem. Das war der leichte Part und jetzt kommt der schwierige Part. Für den schwierigen Part holen wir uns heute Unterstützung. Und zwar wird mein Papa uns helfen. Der hat eine Nähmaschine und der kann auch gut nähen. Und deswegen werden er und ich heute versuchen, diese Bezüge zu nähen. Wir haben jetzt im ersten Schritt mal für das erste Teil den Stoff abgemessen. Und zwar müsst ihr da immer darauf achten, dass ihr alle Seiten beachtet. Ja? Also zum einen klar die längste Seite von vorne und hinten, aber auch die Höhen beachten, damit ihr am Ende genügend Stoff habt. Und im ersten Schritt wird dann nämlich an der einen Seite der Reißverschluss eingenäht. Wir haben jetzt hier so einen Reißverschluss mit Metallreißverschluss, damit es einfach auch ein bisschen stabiler ist und werden den jetzt an der längsten Seite des Stücks in die Mitte quasi einnähen von der einen Seite, um dann den Stoff umzuschlagen und ihn von der anderen Seite noch anzunähen. Dann hat man ja schon wie so eine Tasche. Probiere ich aber erst aus, wie der vorne ist. Das sieht ja gut aus. Ja. So, also jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir Platz. Das war schön. Der ist 1 Meter lang. Jawohl. Und der muss ja verkehrt rum ein? Nee. Das weiß ich nicht. Ja, so rum. So rum. Das zeichnen wir uns jetzt an. Und dann messen wir das andere, die andere Seite dann genau aus, um das andere Dings anzuzeichnen. Genau, aber erstmal machen wir das rein. Oder? Genau. Und dazu machen wir nur, klappen das hier genau, weg. Genau, so hätte ich es jetzt auch gedacht. Ja, und nehmen den kompletten Reißverschluss. Ja. Legen den hier drauf, verkehrt rum. Denn wenn du das nachher rausklappst, dann ist er oben. Genau. So.
haben. Du willst es ja eng haben. Und du hast ja das jetzt, das Maß komplett und schon ein bisschen mehr zugegeben. Genau, wir müssen jetzt einiges umklappen wahrscheinlich. Mhm. So, Rainer näht jetzt hier als erstes den Reißverschluss ein und dann müssen wir ihn auf der gegenüberliegenden Seite noch festmachen, dass er dann auch gleich ist. Cool. Mensch, wie ordentlich wir das hier gleich machen. Bei der Breite brauchen wir zweimal die 15 cm, gell? Mhm. Also 30 sind 91. Genau. Okay. Gut. Also jetzt werden wir die Maße nochmal, jetzt werden wir die Maße ganz genau ausrechnen. Wir haben jetzt bei der Breite jeweils die Seiten, also 13 cm mit drauf gerechnet und bei der Länge nur einmal, weil da der Stoff ja von oben und von unten kommt. Sonst ist es zu lang. Okay. Schauen wir mal, ob es am Ende auch passt, was ich da gerechnet habe. Ich hoffe es doch. Sehr cool. Jetzt müssen wir wieder den Reißverschluss reinmachen, gell? Mhm. Aber von der Seite. Jawohl. So. Mhm. Und dann müssen wir das wieder ziehen, Beine. Die brauchen nicht umschlagen hier rum. Hier geht mir ja hier wieder runter. Und dann geht es hier rum. Aber von irgendwo muss ich ja die Länge abmessen, weißt du? Mhm. Ja, dann machen wir hier einen Strich. Ja, genau. Und warte. Wo? Hier kann man doch schon 3 cm wegnehmen. Hm? Dann bei der anderen muss man sie nachher andersrum machen. So? Zum Messen. Und von da muss ich jetzt 1,10 Meter. 1,10 Meter. Weil der schon alles abgerechnet hat. Genau. Mal gucken, ob wir... Ich war besser, ihr Arbeit, Tom. Drücken wir die Daumen. So, wir haben jetzt wieder die Länge abgemessen. Und da zieht man dann eben auch immer diese 3 cm ab. Das ist einfach, dass es am Ende schön straff sitzt. Also immer 3 cm. Aber nicht pro Seite, sondern im Ganzen. Diesmal will nämlich auch nicht so viel Stoff da abstehen. Mhm. Und beide besser gemessen ist. Stimmt? Ja, weil wir diesmal halt das mit dem 15 cm. Ja. Na, jetzt bin ich gespannt, wie dann Buslenker. Muss ich wieder aufkriegen. Warte ich mal. So, jetzt kommt die Probe, ob wir richtig gemessen und geschnitten haben. Das wird interessant. Ja. Das müsste ja noch ganz gut gehen, aber nachher die großen Linien. Ja. Ja, da holen wir Fabi. Noch ein bisschen rüber. Das ist ein Scheiß. So. Das ist noch nicht richtig. Das ist noch nicht richtig. Was für ein Scheiß ist das? Nicht schimpfen. Oh, guck, der kommt ja richtig. Der macht das jetzt rein. Der wird das weitermachen. Lass weitermachen. Das da reinmachen. Und ein bisschen müssen wir halt aufpassen, dass wir den Reißverschluss nicht wieder kaputt machen.
So. Ergebnis. Tada, jetzt fehlen noch drei. Oh ja. Hättest du das mal gedacht, dass du mal ein YouTube-Video bekommst? Ich wollte euch nur helfen. Hätte uns das erste nicht so aus der Bahn geworfen, wären wir auch schneller. Das ist richtig nice. Schon gut. So, hier seht ihr unser Ergebnis. Ich bin richtig zufrieden. Also ich glaube, das hat mein Papa richtig gut gemacht. Mit meiner Unterstützung ein bisschen zumindest, aber sieht richtig gut aus. Die passen, ja, maßgeschneidert, passen perfekt rein. Jetzt müssen wir noch schauen, wie sie aussehen, wenn sie natürlich im Elvis liegen. Wir sind zufrieden, wir freuen uns, dass es so gut geklappt hat und natürlich ein ganz dickes Dankeschön an Rainer.